Willkommen zur dritten Ausgabe von Familie Rock TV. Familie Rock ist eine Zeitung, außerdem ein Blogportal für Eltern und seit kurzem auch eine Fernsehshow. Heute bei uns zu Gast ist der Kabarettist und Autor Christoph Felbel. Und wir werden ihn fragen, wie man Väter aktivieren kann, mehr für die Kinder da zu sein. Unser heutiger Sidekick ist Elsa the Living. Sie ist auch Bloggerin auf familierock.com. Hallo Patrice. Was machst du da auf deinem Blog? Was für ein Blog ist das? Wie würdest du ihn beschreiben? Also es ist ein unpersönlich-persönlicher Blog. Also ich poste über meine Tochter, also so Sachen, die wir unternehmen. Dann über Dinge, die mir auffallen und die ich wichtig finde oder lustig finde. Und der Mode ist dir auch wichtig? Ja, also eigentlich schon. Ja. Du hast vorher gesagt, du möchtest sehr gern, dass man deine Schuhe sieht, deine neuen. Also ja, die sind 12 Euro von Primark. Unser Sponsor übrigens Coca-Cola. Und was ich dich noch fragen wollte, du hast ja dein Kind in einer basisdemokratisch organisierten Kindergruppe gehabt. Dann bist du gleich auf öffentlich gewechselt oder zumindest deine Meinung hat gewechselt. Und jetzt ist sie aber schon wieder in einer basisdemokratischen Kinderbetreuung. Ja, wie sie 1,5 Jahre alt war, habe ich sie in eine Kindergruppe gegeben. Da habe ich ganz bewusst eben eine private Kindergruppe gesucht. Und da ich jetzt auch in meiner Vergangenheit so eher links alternativ mich orientiert habe, war das auch also in der Hofmühlgasse eine Kindergruppe. Und am Anfang waren nur 3 Kinder. Eine traurige Kindergruppe. Naja, es hat doch Vorteile gehabt, weil 2 Betreuerinnen für 3 Kinder ziemlich cool ist. Das Unangenehme war halt für uns Mütter bzw. Väter, dass wir alle 3 Tage haben kochen müssen. Aber die Gruppe ist dann größer geworden. Und also ich habe halt so die Vor- und Nachteile einer selbstorganisierten Kindergruppe erlebt. Und jetzt was im ist das Nervigste? Das Nervigste? Selbstorganisierten? Naja, dass das manchmal so ein bisschen also elitär wird, dass die Eltern dann entscheiden, welche Eltern aufgenommen werden, je nachdem halt, wie sympathisch die sind oder ob sie halt dieselben Grundsätze und Wertvorstellungen haben. Und das wird manchmal, finde ich, ein bisschen abgehoben. Also das hat mich immer gestört und auch, dass viele Entscheidungen wahnsinnig lange dauern, weil jede Stimme halt gezählt wird und es immer darum geht, dass es möglichst harmonisch abläuft. Also jeder, der dagegen ist, heißt dann, das ganze Projekt muss noch warten. Oder? Genau, ja. Ja. Aber trotzdem, so insgesamt bist du eigentlich zufrieden? Ja, jetzt bin ich sehr zufrieden. Bevor wir unseren Stargast jetzt gleich begrüßen, gehen wir noch schnell zu Kemal in die Küche. Er ist Kochblogger auf familierock.com und ein absoluter Sandwich-Kreateurs-Fanatiker. Ja, liebe Patrice, genau so ist das. Ja, hallo, ich liebe Sandwiches. Das wisst ihr, sie sind entgegen einer anderen Behauptung die ältesten Freunde des Menschen, nicht der Hund. Auf Wikipedia steht auch, wo das Sandwich denn ursprünglich herkommt, nämlich aus England. Dort lebte seinerzeit Edward Montagu, der sogenannte Earl of Sandwich in der gleichnamigen Ortschaft. Der Gute gab sich tagelang mit seinen Saufkumpanen dem Kartenspiel hin und hat eigentlich aus rein zeittechnischen Gründen nach einem Weg gesucht, nach einer Möglichkeit gesucht, schnell Essen zu sich zu nehmen. Wir alle kennen die Lösung, das Resultat. Einfach Fleisch und sonstigen Krimskrams zwischen 2 Brotscheiben knallen und in Wirklichkeit ist es schon erledigt. Die Engländer lieben einfach ihre Sandwiches, genauso wie ich. In London habe ich auch ein Sandwich gegessen, das so ähnlich ist wie das, was wir heute zubereiten werden. Schauen wir uns vielleicht einfach mal an, was wir alles dafür benötigen. Wie immer, gutes Sandwichbrot. Wir benötigen Shrimps. Ich habe hier ganz normale Shrimps gekauft und habe es abgegossen, das Wasser. Rucola und dann auch noch eine geschälte Karotte. Bei den Shrimps haben wir in Wirklichkeit nicht viel zu tun. Sie sind bereits gekocht und wir nehmen sie einfach und schütten sie hier in unsere Schüssel dazu. Dann nehmen wir die Karotte. Die reißen wir einfach mit unserer Reibe in feine Streifen. Wer eine Küchenmaschine hat, kann das natürlich auch gerne mit der Küchenmaschine machen. So, wenn wir mit der Karotte fertig sind, geben wir sie zu den Shrimps dazu. Dann noch eine gute Handvoll Rucola dazu. Das wäre in Wirklichkeit schon essfertig, ist aber ein bisschen trocken. Ich würde deswegen noch eine Soße dazugeben. Ihr könnt natürlich eine fertige Soße nehmen. Ich habe es gern kompliziert, deswegen mache ich mir meine Cocktailsoße selber. Um eine Cocktailsoße zu machen, benötigt ihr an und für sich nicht wirklich viele Zutaten. Wir brauchen
Ketchup, Mayonnaise, etwas Zitronensaft, Worcestershire-Soße, Cayenne-Pfeffer und das war's dann. Die Verteilung Ketchup und Mayonnaise ist üblicherweise zwei Teile Ketchup, ein Teil Mayonnaise. Ihr könnt das natürlich halten, wie ihr wollt. Ich gebe also etwas Ketchup her, etwas Mayonnaise, ein paar Spritzer von dem Zeug, ein paar Spritzer Zitronensaft darüber. Immer die Hand drunter halten, damit ihr die Kerne auffangen könnt. Dann, damit es ein wenig kribbelt, ein bisschen Cayennepfeffer dazu. Salz. Pfeffer. Das Ganze verrühren. Gut, das ist unsere Cocktailsauce. Und jetzt wird das Ganze einfach in die Schüssel dazu geleert. Das Sandwich selber ist dann eigentlich relativ schnell erledigt. Wir haben unser Brot, schneiden uns zwei Scheiben ab. Dann nehmen wir unsere Masse, nehmen einen guten Löffel voll, geben sie aufs unsere Brot, Deckel drauf, fertig. So dann, ja, ihr seht, ein leckeres Sandwich zubereiten dauert nicht wirklich lange. Vorher ein bisschen Gedanken darüber macht, was man alles drin haben will, gezielt Sachen besorgt, ist das eigentlich ratzfatz erledigt. Auch diese Kreation benötigt einen Namen. Ich habe überlegt, Hasen essen Karotten, Shrimps kommen aus dem Meer. Was liegt näher als La Peur de Mer? Der Hase aus dem Meer. Ja, macht nicht wirklich viel Sinn, macht aber nichts. Das Sandwich schmeckt trotzdem großartig. Willkommen, Christoph. Einen wunderschönen. Was auch immer. Keine Ahnung, was heute ein Tag ist. Grüß dich. Grüße an, liebe Eva. Was sagst du zu unserem improvisierten Studio? Das ist improvisiert, das schaut sehr professionell und gut ausgestattet aus. Kinderfotos, sehr lässig. Apropos Kinderfotos, du hast uns ja eins geschickt. Ja, es ist lustig. Ja, so wie ausgeschaut mit Haar. Größer war ich auch nicht. Also, ich habe damals schon die gleiche Größe gehabt wie heute. Gibt es eigentlich Frauen, die besonders auf kleinere Männer stehen? Weißt du das? Sicher. Aber die haben mich noch nicht angegriffen. Und vor allem, zumindest nicht unter dem Aspekt. Okay. Du bist klar, du gefällst mir. Also das habe ich nicht. Vor allem so, da gibt es sicher noch kleinere. Ja. Und stell dir vor, ich bin mit der zusammen, dann trifft es noch einen kleinen, ist schon wieder weg. Dein Foto, das zeigt dich ja in der Schulklasse, oder? Ja, ja? In der Volksschule. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Aber man sieht, ich müsste eigentlich in den 70er, wenn du siehst. Allein die Farben und. Ja, großartig. So rostbraunes Hemd, so ein Kragen, herrlich. Ich glaube, ich habe sogar karierte Hosen an. Ja, das meinte ich. Ich weiß sogar, wo wir das gekauft haben. Aber ja, wo? Tom und Jerry hat das geheißen, damals das Kindergeschäft. Und wie ist es dir damals gegangen? Was war das so ein Lebensgefühl? Ja, in der Schule ist mir eigentlich lässig gegangen. Ich habe eigentlich ein großartiges Leben gehabt. Ich bin zwar ohne Vater aufgewachsen, was natürlich schon ab und zu Fragen geführt hat, warum die anderen und ich nicht. Aber nachdem ich bin nur unter Frauen aufgewachsen. Weil meine Mutter hat zwei Schwestern, meine Großmutter. Aber ich habe es eigentlich lässig gehabt. Das war großartig. Einzelkind, herrlich. Die Großmütter, alle kochen nur das, was du willst. Es wird nur für dich, du wirst auf Händen getragen, ist herrlich. Du hast keine Konkurrenz gehabt quasi? Konkurrenz? Nein. Nicht einmal ansatzweise. Nein, gar nicht. Und sie haben mich sicherlich auch verhätselt und bin ein verwöhntes Einzelkind, gebe ich zu. Magst du Cola? Ja, aber nicht das. Bitte. Schau, wie süß. Magst du das? Nein. Auch nicht? Na, was jetzt? Das Normale. Na, was jetzt? Nein. Wir nehmen das Gescheite. Normale, das Normale. Ja. Das muss ein Mann machen. Nein, nicht muss, aber es gibt ja blöde Regeln, die mir die Großmutter und Urgroßmutter und die Mama gelernt haben. Frauen sind dazu da, um verwöhnt zu werden. Echt? Obwohl du ja verhätschelt worden bist. Ja, natürlich. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache. Ich werde euch nie verstehen. Aber umgekehrt glaube ich auch nicht. Wir alle werden dich nie verstehen. Ja. Vor allem, wenn ich polnisch rede. Nein. Du kannst polnisch?
neidisch? Nein, überhaupt nicht. Schwachsinn. Und deine Mama war Alleinerzieherin? Ja. Und das war bei uns überhaupt kein Problem. Also ich meine, 66 bin ich auf die Welt gekommen. Und zwar sofort, also dieses Problem war nie da. Aber ich war, eigentlich ein Zigeunerkind, weil ich einmal bei dem, einmal bei der Großmutter, einmal bei dem. Dann waren wir das Wochenende bei meinem Großvater, dann waren wir bei Freunden. Also bin immer irgendwo herumgereicht worden und auch Schlüsselkind. Und deine Mama hat gearbeitet? Meine Mutter hat gearbeitet. Zeitlang bin ich dann auch bei meiner Großmutter aufgewachsen, weil ich dort in die Schule gegangen bin. Ich war schwerer Legastheniker. Also das heißt, ich habe es erfunden, glaube ich, eigentlich die Legasthenie. Ich habe schon in der Volksschule im Betragen ein zufriedenstellend gehabt. Was eher schlecht ist. Ja, aber da bist du schon bei den Lustigen dabei. Also, muss man sagen. Anerkannt. Leicht, das zu bekommen in der Volksschule, oder? Ja, wir haben sie in der ersten Klasse Volksschule rausgehauen. Ja, weil ich war im Marianum, war eine reine Bubenklasse oder Bubenschule. Und das war, ich habe es lustig gefunden, jetzt nachträglich. Aber wir mussten zweimal, also mit beiden Händen aufzeigen, wenn wir aufs Klo mussten. Und wenn wir was sagen mussten, so. Und da dürften mehrere vor mir schon aufs Klo gegangen sein. Und ich habe so aufgesehen und er hat gesagt, nein, du nicht. Ja. War recht guter Pädagoge offensichtlich. Aber du musstest aufs Klo. Und nicht, nein, nein. Ja. Und okay. Dann habe ich ins Bankfach gepinkelt. Ernsthaft? Ja, weil ich müssen habe. Und dann haben sie mir rausgehört und die Mama hat dann gesagt, ist zu denen gegangen, wenn sie einem Sechsjährigen unterstellen, dass er das aus Bosheit gemacht hat, will ich gar nicht, dass er bei ihnen unterrichtet wird. Und dann bin ich in eine ganz normale Volksschule gegangen. Mhm. Da waren auch Mädels, das war viel lustiger. Mhm. Ja. Interessante Geschichte. Ja, so. Hast du das Bankfach? Ja, nein, ich habe aber so müssen. Was soll ich machen? Nicht in die Hose, ne? Ja, das ist peinlich. Bankfach ist nicht peinlich. Ich glaube, es fällt nicht auf. Ich weiß, ich habe auch nicht gewusst, wie viel das wird. Du, was ändert sich im Leben, wenn man Kinder kriegt? Alles. Alles. Es ist Wahnsinn. Alles wird über den Haufen geworfen. Du hast keine Zeit mehr für dich. Du musst dich daran gewöhnen, dass du eigentlich nie mehr Ruhe hast. Naja, ist ja klar. Und mindestens 20 Jahre. Je nachdem. Manche ziehen mit 18 aus, manche erst mit 25. Also du hast natürlich prinzipiell vollkommen recht. Am Anfang ist alles schrecklich. Ist alles neu, ist alles anders. Es ist alles nicht so schlimm dann letzten Endes. Jetzt rückblickend, bei einem zweiten und einem dritten glaube ich, dass das dann schon wurscht ist. Aber das Erste ist, aber es ist großartig. Und so mühsam kann das gar nicht sein. Mhm. So ranzen, weinen, kann das nicht sein, wenn der kleine Frotz einmal lächelt, ist alles andere weg. Und dein Vater, der ist gar nicht bekannt, oder? Oh ja, oh ja. Ich habe gespielt, sehr lustig. Ich habe gespielt in den Kammerspielen und da klopft es bei mir an der Garderobe und ich mache die Tür auf und denke mir, das Gesicht habe ich schon mal gesehen. Okay. Sie steht mein leiblicher Vater. Ich meine, ich habe gewusst, wie er heißt, weil ich wusste, wo er wohnt, aber hat eine eigene Familie natürlich gegründet, ist ja vollkommen klar. Und ja, und seither, ich war ein bisschen perplex. Dann haben wir ein bisschen geplaudert und hallo und Dings, ja. Und jetzt haben wir einen normalen Umgang. Aber wie alt warst du, wie er das erste Mal gekommen ist? Naja, so, das war schon so um die 30. Und was war bei ihm der Auslöser, dass er plötzlich... Weil offensichtlich seine Tochter, er hat eine Tochter, die, boah, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist jetzt, aber einige Jahre jünger ist als ich. Er wollte sein Geld. Na? Ich hab gesagt, ich krieg noch was. Nein, aber ich weiß auch nicht warum. Er war halt in Wien und hat zufällig gesehen, dass ich spiele. Und es war schon der Gedanke da, warum jetzt? Jetzt, wo ich aus dem Kastl rausschaue und wo mich die Leute kennen. Mhm. Und war schon auch die Überlegung, was ist mit Freunden oder mit meiner Ex-Frau gesprochen? Was ist, will er jetzt angeben mit dir oder was? Und letzten Endes auch gesetzt den Fall. Mhm. Ist doch nichts Schlimmes. Welches Kind stößt sich daran, wenn
der Vater oder die Mutter stolz ist auf einen. Mhm. Das ist doch etwas, was wir versuchen immer zu erreichen, dass die Eltern stolz auf uns sind. Und das streben wir doch alle an. Und so gesehen, abgesehen davon, wir verstehen uns wirklich gut und ich mag ihn wirklich gern. Und es ist irrsinnig lustig und manche Ähnlichkeiten jetzt auch auf Fotos und so weiter sind verblüffend. Eigentlich ein Happy End. Ja, nein, und das finde ich auch gut so. Jetzt kommt die Rubrik Club der schönen Eltern, wo wir ganz normale Eltern auf der Straße zu verschiedenen Erziehungsfragen interviewen. Und die heutige Frage lautet: Ist es kränkend für Kinder, wenn man sie vor anderen Leuten auffordert, zu grüßen? Finden Sie es kränkend, wenn man Kindern vor anderen Leuten auffordert, zu grüßen? Nein, ich finde, das ist normal. Das gehört sich so. Nein, es kommt auf die Situation an. Das kommt auf die Erziehung der jeweiligen Menschen an, die was das mit ihrem Kind praktizieren. Also für mich ist das kein Thema. Es ist höflich, jemanden zu grüßen, aber man muss nicht die Hand geben. Vor allem, wenn es ein Fremder ist. Also es kommt auf die Erziehungsstrategie der Eltern an. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Auch nicht. Er grüßt noch nicht. Ja. Kränkend? Nein. Also nein, das finde ich nicht. Meine eigenen, ja, das auf alle Fälle. Das muss sein, ist aber nicht unsympathisch, weil Kinder halt oft auch noch nicht dieses soziale Verstehen, was man einfach tun soll. Ja. Also mein Kind muss ich es oft sagen. Und er tut es ja dann auch meistens. Also wie seht ihr das? Wie darf man Kinder auffordern zu grüßen? So, sag guten Tag. Also ich finde, ja. Also ich habe auch schon so Konflikte innere damit gehabt, weil auf der einen Seite ich dann das Gefühl habe, ich stelle meine Tochter bloß. Aber ich denke, das sind Sachen. Also, und dann natürlich auch so, wo ich mir denke, na, sie kriegt das schon mit, wenn ich ihr das vorlebe. Aber ich glaube, dass es schon okay ist, wenn ich ihr ab und zu sage, vor allem wenn sie jetzt älter ist und ich das Gefühl habe, sie bedankt sich jetzt nicht oder sie kriegt vielleicht die Situation gerade nicht so mit, dann da ab und zu nachzuhelfen, das finde ich schon okay, wenn man das respektvoll macht. Und kein großes Ding vielleicht ausmacht. Ja. Mhm. Wenn sie sagt, kann ich ja Wasser? Was? In die Haare schmieren? Schwimmen? Wissen wir eh, ist ein alter Hut. Oder ich sage, mir fehlt Entscheidendes. Ich sage nicht das Wort mit 2T. Weil das mit 2T, weil sonst sagen sie Flot, kennen meine Kinder. Nein, aber sie wissen es eh. Möchtest du im Altersheim alt werden oder sollen deine Kinder dich pflegen? Das ist ihr eigenes Leben. Ich bin für mein Leben verantwortlich, sie sind für ihr Leben verantwortlich. Die sind dazu da, dass sie selbst glücklich werden. Mhm. Die müssen nicht, und Dankbarkeit, gell, bitte. Die haben sich doch nicht ausgesucht. Ich wollte ja ein Kind, nicht sie haben gesagt, bitte kannst du jetzt. Naja, die haben sich nicht einmal den Namen ausgesucht. Nein. Also, weiß ich nicht, Altersheim. Ja, geh ins Altersheim, ist sicher lustiger. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Ich kenne viele ältere Leute, die zu Hause gepflegt werden und eigentlich ins Altersheim möchten. Also, und ich sie dürfen nicht. Nein, was heißt, sie dürfen nicht? Das kostet Geld. Ach so, ja. Naja, ja, das ist scheiße. Außerdem gibt es ja eh Künstler helfen Künstler oder Künstler für Künstler gibt es ja eh von der Tobisch. So wie ja, aber weiß ich nicht, ob ich die Kasperl noch alle aushalte, die Alten, die mir nur dann die ganze Zeit erzählen, was sie für eine großartige Karriere gehabt haben. Oder auch nicht. Gut, dann schauen wir uns jetzt an, was unsere Expertin dazu sagt, Johanna Pelikan. Da kommt es auf das Alter und auch auf den Tonfall an und worum es da geht. Aber und grüßen ist natürlich etwas, was, da geht es um eine von diesen Höflichkeiten, die wir doch auch heutzutage noch gern hätten, dass unsere Kinder einfach, um den sozialen Kontakt zu erleichtern, langsam erwerben. Und es kommt nicht von selber, kommt auch nicht nur durchs gute Vorbild, wie man manchmal hofft. Also es ist schon etwas, wo bei einem kleinen Kind, dass man für ein Zweijähriges sagt Hallo und sozusagen ihm hilft und was vorsagt, ist absolut adäquat. Ja. Bei einem älteren Kind ist es was anderes. Und was mich interessieren wird, ein älteres Kind, das nicht grüßt, mich würde interessieren, warum grüßt das nicht? Also ich würde versuchen, das zu verstehen. Ist das Kind, hat es diese Routine überhaupt nicht? Ist es ihm ganz fremd, weil es bei ihm zu Hause nicht passiert oder es würde es nicht angehen? Oder ist das Kind sehr schüchtern?
Also dann oder ist es vielleicht gerade in einer Trotzgeschichte mit den Eltern drinnen und will gerade nicht grüßen oder schon gar nicht, wenn die Mutter dabei ist. Also und jeweils würde das dann einen unterschiedlichen Umgang auch brauchen. Wir wollen uns jetzt noch gemeinsam einen YouTube-Film anschauen. Bitte. Nachdem es auch in dem Buch auch darum geht, wie man Väter aktivieren kann, sich mehr um seine Kinder zu kümmern und wie das ausschauen kann und wie man mit Kindern fertig wird, haben wir ein passendes Video dazu ausgesucht. Ein Vorschlag sozusagen. Hey guys, a lot of you out there are scared of babies. You don't know what to do. Oh my God, they're intimidating. I'm so scared. I don't know how to handle it. They are easy peas to handle. I'm going to show you how. Okay, there's a lot of different moves you can do to kick a baby's ass. Hold them under the arms, up like this, and then slam! This is a very little known technique for fighting babies. Their one Achilles heel is wind. You think you got what it takes? You think you can take your old man? A lot of the fear of babies is assuming that their punches or their scratches or their slaps hurt. They don't actually hurt. A lot of people in the kid community think that tickling is not fighting. That's not true. Sleeper hold. He just scratched my eye. He just got me right in the eye. So yeah, dealing with babies is nothing to be afraid of. Just keep their nails trim and you're good. Okay. Nah. Na, gib bitte, ich hab das genauso gemacht. Das ist aber, ich hab im Umgekehrt, ich hab wirklich nur so herumgeblädelt. Das ist heute noch so. Heute noch so, dass ich mit den Kindern, die wissen das, da sagen wir gehen blödeln. Das heißt, wir gehen zu dritt ins Doppelbett. Und da wird herumgetollt, da wird gekitzelt, da wird der eine aus dem Bett gehauen, der andere Ding. Dann hupfen sie mal zu zweit Kinderrodeo. Bis einer weint oder blutet. Ich glaube, es gibt viele Leute, die diesen Humor wirklich nicht ertragen. Ja, dann haben sie überhaupt keinen. Aber das entschuldige ich, finde ich großartig. Nein, weil das ist ja. Das ist nicht. Das ist ja. Weil das Kind ist ja. Das hat ja. Dem, tut dir nichts weh, das findest du ja lustig. Das ist schon noch lustig, aber ich finde es auch, es ist schon, also es kratzt an einem Tabu oder halt einfach an einer Grenze, weil jetzt Babys hinzuwerfen ist nicht, also da kann auch was passieren. Also es gibt einfach Leute, die Babys schütteln oder... So hast du natürlich vollkommen recht. Aber das Video macht sich nicht lustig darüber, dass es Leute gibt, die Babys schütteln, sondern es macht sich, macht sich über dieses Bild lustig, dass ein Baby so stark und groß ist wie du und dich so fertig macht, dass du es nicht mehr schütteln kannst. Ja, und es ist ganz einfach... ich weiß es von meinen Kindern, ich habe meine Kinder immer genommen in die Riesen, in die Couch genommen. Und 100.000 Pölster und hab's genommen, hab aufgehoben und von ganz oben und hab's nicht fallen lassen, natürlich. Aber hab's dann so, und das war, und da bin ich bei Freunden, waren Kinder von Freunden bei uns. Und die Eltern haben zuerst kurz, und dann die Kinder schallend gelacht und haben's lustig gefunden. Ja, aber es ist auch so, dass Babys einen manchmal fertig machen, also. Ja. Ja, aber das liegt in der Natur der Sache, nur du hast das ausgesucht. Wie gesagt, vorher. Das Kind hat sich nicht ausgesucht. Okay. Selber schuld. Du hast gesagt, gute Schlussworte. Wie es wird. Damit ist die Zeit wirklich vorbei für heute. Ich sage Baba und ich hoffe, ihr schaltet in 2 Wochen wieder ein. Und jetzt freue ich mich schon auf ganz tolle Brötchen von Kemal. Das ist Cocktailsauce mit Shrimps und Rucola. Eine dekadente Schenkung. Hast du schon mal mit deinem Baby geraucht? Ich habe mit meiner Tochter, wie sie klein war, schon. Ich habe sie immer so lange kitzeln müssen, bis sie sich in die Hose gemacht hat. Herrlich, oder? Das ist großartig. So. Bist du ein bisschen hungrig? Was heißt ein bisschen? Ich bin entschuldige von nichts. Herrlich. Familie Rockt TV wird erfrischt von Coca-Cola.